Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Auch wenn wir heute nicht im Werkzeugschuppen sitzen, ich werde euch heute meine Zigarillos wieder vorstellen. Keine Handelsgold, das letzte Video kommt erst die Tage. Ich habe schon oft Zigarillos mit dem Buffalo verglichen und da ich die nicht vorgestellt habe, wollte ich das heute mal nachholen. So sieht die Packung aus. Ja, es ist halt eine 17er Schachtel. 1,95 teuer. Rauchen dürfen natürlich nur Erwachsene. 11,817 Cent kostet ein Zigarillo von dieser Packungsgröße. Die Zigarillos haben Naturdeckblatt und ein American Blend Tabak. Noch rieche ich nichts. Ich rieche immer noch nichts. Ich kann euch leider nicht viel zu den Zigarillos sagen, weil man halt nicht viel darüber im Internet findet. Hergestellt wurden die für die Buffalo GmbH in Frechen. Jetzt riecht es leicht tabakhaftig. Villinger und Söhne stellt die übrigens her. Du stehst jetzt hier drauf, Villinger und Söhne. Die ist auch für andere Firmen bekannt, die Firma. Jetzt riecht es noch nach Tabak. Kommt auch noch die Sonne raus. So sieht ein Buffalo Zigarillo aus. Wie ein normaler Zigarillo halt. Ist ein Naturdeckblatt. So groß wie eine normale Zigarette. Hat einen angenehmen Zugwiderstand. Auch wenn es ein bisschen härter ist, aber für normal für diese Zigarillos. Die lassen sich nicht so leicht ziehen wie eine normale Zigarillo, wie eine normale Zigarette. Zugwiderstand bleibt ziemlich stark. Der Geschmack ist aber sehr angenehm. Es brennt nicht im Mund. Schmeckt eigentlich wie eine stärkere Zigarette, nicht unbedingt wie ein Zigarillo. Man hat nicht das Gefühl von einem brennenden Heu im Mund. Ich finde, das ist ein guter Zwischendurch-Zigarillo. Kann man anstatt einer Zigarette gut rauchen. Dadurch, dass das Format einer Zigarette sehr ähnlich ist, ist die Rauchdauer auch sehr ähnlich. Ich schätze mal so bei ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nach Typ und Situation. Ich finde, da hat Firma Villinger was Gutes auf den Markt gebracht. Für 1,95 ist es natürlich eine absolute Kampfansage. Selbst bei Aldi gibt es keine billigeren Zigarillos. Die Boston habe ich euch ja neulich vorgestellt, ist auch eine 17er Packung für 1,95. 1,95 kosten sonst nur Matrix, Denim, und die Burton, die ich euch neulich vorgestellt habe. Jetzt kommt mein Abaschversuch. Weil wir nicht in meiner Werkstatt sind, ist mein Aschenbecher auch nicht da. Trotzdem lassen sich leicht abaschen. Falls ihr euch wundert, warum ich heute nicht in meiner Garage drehe, ist, ich kann einfach daran. Ich bin am Restaurieren. Für ein neues Video. Das wollte ich eigentlich gestern rausbringen, aber hat ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr guckt mir, abonniert mich weiterhin fleißig. Ich habe nochmal gesagt, ich bin nicht gesponsert. Ich mache das, weil ich die Produkte gut finde, nicht weil ich da Geld für kriege. Ich hoffe, ihr guckt euch auch meine Restaurationen oder handwerklichen Aufgaben an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Roman. Tschüss.